Also die Daten, die sind fast in allen Branchen das neue Gold. Es ist ganz wichtig, dass man hier eine gute Datenqualität hat. Im Tourismus ist das auch der Fall, weil fast jeder hat heutzutage ein Smartphone und sehr vieles wird heute nur mehr online abgewickelt im Tourismus. Das beginnt schon bei der Buchung, aber auch dann, wenn man vor Ort ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier eine hohe Datenqualität hat für seine Region, für seinen Betrieb. Weil nur wenn das Zusammenspiel auch passt, dann hat dieser Gast auch eine perfekte Guest Experience. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, man sucht jetzt ein Restaurant, glaubt einem System, dass die Öffnungszeiten stimmen, dann steht man davor und dann passen die Öffnungszeiten nicht und das ist zu. Und das kann eine sehr negative Guest Experience bringen. Und daher ist gerade die Datenqualität, die Datenpflege eine sehr wichtige Komponente. Und das geht dann auch so weit, dass man, wenn man gute Daten hat und saubere Systeme, die miteinander zusammenarbeiten können, dass man dann auch sehr gute Statistiken bekommt, wo man dann auch seinen Betrieb verbessern kann. Also es muss jedem klar sein, dass Daten bedeutet Wissen. Bis jetzt ist es so, dass das meiste nur auf Glauben oder Hoffen aufsetzt. Aber mit Daten hat man endlich einmal eine Grundlage, auf der man wirklich Entscheidungen treffen kann. Also es gibt sehr viele Irrglauben, die wir auch immer wieder hören. Eins davon ist, ja, bei uns im Hotel, wir brauchen das nicht mit dem Internet, mit den Computern, weil bei uns kommen die Leute nach der Rezeption und die wollen reden mit uns. Das ist aber klare Filterbubble, weil nur die Leute, die auch reden wollen, kommen zu einem. Und wenn von 300 Gästen zwei Ehepaare gerne mit einem sprechen, schaut das aus, als würden alle mit einem gern reden. Aber all die anderen Leute, die nicht gerne reden, die reden ja nicht mit einem. Deshalb erfährt man auch nie, dass sie gar nicht reden wollen oder gar nicht den Kontakt suchen. Und hier hilft das einfach, wenn man alles auch digital hat und anbietet. Das nächste ist, wenn man Fragen stellt, dann ist es nicht so, dass man das antwortet, was man eigentlich weiß oder also das, was man meint oder so ist, tatsächlich ist, sondern das, wobei man glaubt, dass das der Fragensteller hören möchte. Das heißt, man fragt, ja, wie gefällt dir denn der neue Umbau? Was sagst du den neuen Farben? Wird man immer sagen, ja, passt. Mit den Daten, also wenn wir uns wirklich aber das Verhalten anschauen, das Nutzungsverhalten, nach was suchen die Leute wirklich, für was interessieren sich die wirklich, dann da wird nicht gelogen, weil das ist das tatsächliche Verhalten. Also es zeigt wirklich auf, was der Gast tatsächlich macht, für was er sich interessiert und was er dann wirklich macht. Das nächste ist, was wir oft hören, ja, bei uns sind eh nur Pensionisten über 60, die verwenden eh alle kein Smartphone. Auch das total Irrglaube. Die über 60-Jährigen sind wirklich die Gruppe an Personen, wo die Smartphones am meisten Zuwachs haben. Allein schon deshalb, weil jede Oma, jeder Opa mit den Enkelchen im Kontakt bleiben möchte und Fotos sehen will. Und die verwenden wirklich, also können wir auch wirklich sagen, von den Hotels, die das vorbehauptet haben, das sind die, die am wenigsten Probleme damit haben, das Frühstück über Smartphone zu bestellen. Also gerade in Österreich steht nicht allein auf der Welt. Wir sind in Konkurrenz mit allen anderen Ländern und es ist da, das Internet, die Daten, das Zeitalter der Daten ist da. Es bringt jetzt nichts, noch zu sagen, na, wir brauchen das da nicht, bei uns ist das noch anders, die kommen alle zum Wandern her oder für die Auszeit. So ist es nicht. Es gibt jetzt schon Studien, die zeigen, dass das Wi-Fi wichtiger als das Frühstück ist. Und das ist einfach nach dem Zimmerschlüssel das Zweite, was gefragt wird. Und sich den zu verschließen, bringt nichts. Wenn man sich den verschließt, dann ist alles, was passiert, dass dann früher oder später die Gäste eben ausbleiben. Das sehen wir jetzt auch schon total vielen Hoteliers, mit denen wir sprechen. Die haben jetzt noch sehr viel Stammkundschaft, die jetzt schon seit 50 Jahren kommt. Die sagen, ja, na, wir ändern da gar nicht, wir stehen gar nicht auf Booking aus, wir wollen gar nicht im Internet buchbar sein. Nur diese Kundschaft stirbt einfach aus und man muss sich da jetzt einfach den neuen Markt anschließen, man muss jetzt wirklich sich so weit ändern, dass man auch in der Zukunft was zu bieten hat. Und da führt kein Weg an Daten vorbei.